Der Ruf der Wildnis lockt Abenteuerreisende in Ägypten weiter, trotz der jüngsten Geiselnahme. Schon bald geht es wieder in die entlegene Region Gilf el-Kebir, wo die europäische Reisegruppe gekidnappt wurde. Abenteuertourismus etwa in den Weiten der Sahara steht in Ägypten für 2% des Geschäfts, Tendenz steigend, ungeachtet der Risiken. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist unmöglich. Ein Unfall kann sich immer ereignen. Wir tun, was wir können, aber es gibt immer eine Lücke. Für Tourismuswirtschaft und Behörden in Ägypten ist die Entführung ein bloßer Einzelfall. Alle erinnern sich noch an die Terroranschläge von Luxor 1997 oder Dahab 2006 mit ihren Folgen für den Tourismus. Derzeit gibt es keine Verbotszonen für Touristen. In den entlegenen Regionen wurde die Präsenz der Armee verstärkt. Ich hätte einen Erlass herausgegeben und Reisen in diese Gebiete verboten, wenn ich dächte, unser Land wäre nicht sicher. Unser Land ist sicher. Was geschehen ist, ist eine gewöhnliche Straftat, wie sie überall auf der Welt passiert. Mit dem Tourismus will Ägypten eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes bewahren. Die Branche gibt 12% der Bevölkerung Arbeit. 2007 erwirtschaftete sie mehr als 9 Milliarden Dollar.